Hallo Freunde, willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir haben in der letzten Episode Jebediah lebendig zurückgebracht. Ich habe gehört, er hat immer noch ein bisschen Kopfschmerzen und die Haut ist ein bisschen rot und juckig. Liegt vielleicht an der großen Hitze der Kapsel beim Wiedereintritt. Wer weiß, wer weiß. Das bedeutet, Jebediah hat erstmal wieder frei. Wir kümmern uns mit Valentina um ein paar andere Dinge. Ich habe ja angekündigt, wir schauen mal ein bisschen nach Missionen. Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, zum einen, wir brauchen mal wieder ein bisschen Wissenschaft, da sind wir quasi leer gelutscht. Und wenn wir uns mal hier die Forschungsgeschichten angucken, dann fallen uns zwei Dinge auf. Zum einen, egal was wir kaufen wollen, es verbraucht verdammt viel Wissenschaft. Und zum anderen, alles was mehr als 100 kostet, oder mehr als 90 kostet in dem Fall, ist grau, das können wir uns in dem Moment nicht leisten. Wo ich als nächstes auf jeden Fall hin möchte, ist hier erweiterte oder fortschrittliche Entdeckung. Mir geht es um dieses Teil hier. Damit können wir Wissenschaft produzieren ohne Ende. Und je früher wir das haben, desto besser ist das, würde ich sagen. Gut, um dahin zu kommen, wie gesagt, müssen wir zwei Dinge tun. Zum einen, wir brauchen 160 Wissenschaft, was nicht ganz einfach wird. Und zum anderen müssen wir unser Wissenschaftszentrum hier aufrüsten. Damit können wir dann das Limit von 100 Wissenschaft knacken, aber dafür brauchen wir fast eine halbe Million Credits. Da fehlt uns einiges. Wenn wir das allerdings haben, können wir auch Oberflächenproben entnehmen. Dann lohnt sich eine Mondlandung. Dann kriegen wir da nämlich nochmal richtig viel Wissenschaft raus. Dementsprechend wird das unser nächstes Ziel, dieses Zentrum aufzurüsten. Und deshalb gibt es jetzt erstmal eine ganze Menge Missionen. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute mal eine Handvoll Missionen hier an, vielleicht mal was Neues machen und dann werde ich sehr viele Missionen offscreen machen, weil das nach der Zeit doch sehr mühselig wird. Es wiederholt sich einfach immer wieder. So, schöne Missionen. Wir können bis zu 7 Stück annehmen. Eine haben wir noch offen. Das wäre mal wieder der Test der Pudelmaschine. Das wäre nicht schlecht, wenn wir das schaffen würden. Den werde ich allerdings wahrscheinlich offscreen machen, weil da werde ich eine ganze Menge experimentieren müssen, bis ich tatsächlich ein Gefährt habe, was auf einer Fluchtroute den Pudel zünden kann. Ja, wird nicht so ganz einfach. Muss ich mir ein paar Gedanken dazu machen. Ich habe das schon versucht in der Vergangenheit, aber bin gescheitert. Jetzt haben wir ein paar zusätzliche Optionen. Vielleicht wird es damit dann etwas leichter. So, dann haben wir Tourismus. Und VIP-Missionen, das wäre das Zeug hier. Und dann haben wir unten 4 Touristen. Tourismus möchte ich auf jeden Fall noch machen. Allerdings wird das unter Umständen nicht ganz einfach. Die hier wollen zum Beispiel Orbit um Kerbin, um den Mond, um Minmus rum. Soweit sind noch nicht mal unsere Astronauten. Da sollen wir 4 Zivilisten mitnehmen. Da fällt mir ein, habe ich inzwischen die entsprechende Forschung, das Bauteil, dass ich da mehr Leute mitnehmen kann? Ich glaube, das wäre hier. Ja, habe ich. Ich habe den Hitchhiker Storage Container. Da kann man 4 Leute reindrücken. Das heißt, wir könnten oben drüber eine Steuerungskapsel machen. Hier könnten wir Zivilisten reinpacken. Und dann wäre die Sache ziemlich gegessen. Das bedeutet, wir brauchen ein Gefährt, was viele Passagiere mitnehmen kann für die Tourismusgeschichte und es möglichst vielseitig einsetzbar ist. Und wenn wir dann auch noch Passagierplätze haben, dann können wir mal gucken, dass wir ein paar Leute retten, die im Orbit unterwegs sind. Das gibt nämlich auch ganz gut Kohle. Sie ist auf Kerbin und muss nur zurückgeholt werden? Easy peasy. Der ist im Orbit von Kerbin. Low Orbit. Sieht einfach aus. Lass mal ganz kurz gucken, wo ist das Ding tatsächlich? Ebenfalls im niedrigen Orbit. Ja gut. Sieht einfach aus. Wenn wir eine Rakete haben, die sicher in den Orbit kommt, dann nähern wir uns denen mal an. Dann können wir die rüberholen. Ich habe nämlich was gesehen. Bei den ganzen Videos, die ich in letzter Zeit zu Kerbal gucke, dass wir diese Leute, die wir retten, tatsächlich als Crew auswählen können später. Das wäre also gar nicht so doof. Hier hätten wir noch was. Das gibt sogar noch ein bisschen Wissenschaft.
Da brauchen wir noch irgendwelche Arten von wissenschaftlichen Daten, die wir aus dem All holen sollten. Könnte ein bisschen eng werden, aber das probieren wir mal. Könnte eng werden, weil so viele Biome habe ich nicht mehr, wo ich Forschung betreiben kann. Wobei wir das nicht geschafft haben, die Sache mit dem Nordpol zu versuchen. Das Flugzeug hat ja da nicht die Reichweite für gehabt. Okay, das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die zwei Rettungsmissionen. Bedeutet, wir basteln mal wieder Gefährt. So, lasst mal gucken. Was brauchen wir denn? Wenn wir eine Rettungsmission machen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum einen, wir könnten jetzt einen Probo-Dobodyne Octo nehmen. Der hat im Prinzip die Fähigkeiten unserer Piloten, da unsere Piloten noch ein relativ niedriges Level haben. Dieses Teil kann quasi SAS. Das funktioniert soweit. Dann könnten wir einfach eine Kapsel nehmen, die wir fernsteuern, und da packen wir dann die geretteten Leute rein. Das wäre eine Option. Finde ich persönlich aber nicht ganz so interessant oder entspannt, wie man will. Stattdessen möchte ich mal was probieren. Und zwar, wir nehmen die Kapsel, da schicken wir dann Valentina hoch. Sie ist ja eigentlich für unser Shuttle-Programm zuständig, aber wenn Jebby sich krank meldet, dann übernimmt sie eben auch Rettungsmissionen. Warum nicht? Gut, dann haben wir da den Adapter und bei Utility müsste das Ding sein. Jawohl. Hitchhiker Storage Container. Und dieses Ding bietet Platz für 4 Leute. Dann wird das hier im Prinzip unsere Rakete, um Touristen zu befördern und Leute zu retten. Das wäre vielleicht nicht das Dümmste. Das bedeutet, dieser ganze Kram muss unter allen Umständen wieder sicher landen. Komme, was wolle. Heißt, wir brauchen hier unten ein Hitzeschild, denn dieses Teil kann wie viel Hitze ab? 2000 Grad, das ist unter Umständen nicht genug. Seit dem letzten Patch ist das mit der Atmosphäre und dem Wiedereintritt so eine Sache. Was haben wir da? Achso, kleine Batterie ist das. Nee, das lohnt sich noch nicht. Gut. Aerodynamik. Wir haben noch nicht das große Hitzeschild. Whoops. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Da müssen wir unter Umständen wirklich langsam werden. Uiuiui. Wissenschaft will ich bei den Missionen eigentlich nicht machen. Da geht es mir wirklich nur um den Tourismus und darum, Leute zu retten. Nehmen wir mal diese Teile mit, dann können wir wenigstens den Energievorrat ein bisschen aufstocken, wenn wir unterwegs sind. SAS braucht ja Strom, ein paar andere Instrumente wahrscheinlich auch mit der Zeit. Und da schadet das Ding nicht. Aber das ist eigentlich alles Schnickschnack, das brauchen wir im Moment nicht. Sollten uns, glaube ich, erstmal darum kümmern, dass die Rakete an sich funktioniert. Oh je. 2000 Grad. Wie viel hält denn dieses Teil aus? Ebenfalls 2000. Der hält ebenfalls 2000 aus. Okay. Wenn ich dieses Teil sowieso schon abkoppeln muss irgendwann, dann bringen wir diesen Decoupler mal so rum an. Dann zerstört es den zuerst. Dann haben wir da vielleicht noch ein bisschen Reserve, bevor es zu dem Teil hier kommt. Igitt. Ich würde mich wirklich, wirklich viel wohler fühlen, wenn wir das große Hitzeschild schon hätten. Muss ich gleich mal gucken, wann wir das bekommen. Das sollten wir möglichst schnell erforschen, wenn wir jetzt mit großen Bauteilen anfangen. Na gut. Das wäre mal diese Geschichte hier. Was brauchen wir noch, wenn wir damit wieder landen wollen? Dieses ganze Teil hier soll ja schließlich wieder sicher auf den Boden der Tatsachen gebracht werden. Das bedeutet, wir brauchen auf alle Fälle Landestützen. Die sollten bei Utility sein. Die haben wir hier. Die machen nur 1200 Grad mit. Für Raumsonden oder leichte Länder.
Leicht ist hier relativ. Verglichen mit dem Hangar ist diese Kapsel ziemlich leicht. Naja, wenn einer für einen leichten Lander gedacht ist, dann machen wir da einfach mal 6 Stück und dann kriegen wir damit vielleicht auch einen schweren Lander gehandelt. Na, werden wir sehen. Was könnte schon schlimmstenfalls schief gehen? Es wäre auf alle Fälle hilfreich, wenn ich das Ding richtig rum installiere. So rum. Hat sich jetzt natürlich falsch rum orientiert, weil dieser die Coupler eigentlich falsch rum drauf ist. So hätten wir sogar noch ein kleines bisschen Luft zum Boden hin, das ist mir wichtig. Und dieser ganze Schmonz hier soll dann landen. Gut, wenn das alles hier relativ hitzeempfindlich ist, dann können wir mal gucken. Wir haben hier thermisches Kontrollsystem. Das fährt aus. Das heißt, da hat man im Prinzip eine größere Fläche, um Hitze abzuleiten. Große Flächen sind allerdings beim Wiedereintritt ziemlicher Mist. Da reißt uns der Luftwiderstand dann diese Segel quasi auseinander. Das bringt uns nicht viel. Packen wir lieber mal solche Trümmer hier an die Seite. Das machen wir einfach mal so. In der Hoffnung, dass wir damit jede Menge Hitze ableiten können. Wir haben jetzt die Luken offen gelassen, wir haben die Fenster offen gelassen und dann ist das jetzt im Prinzip so eine Art zusätzliche Panzerung, um die Hitze abzuleiten von dieser wertvollen Passagierkapsel. Wenn wir mehr oder weniger die Arschbombe in die Atmosphäre machen, dann passiert der Kapsel da oben gar nichts. Da kommt effektiv kaum Luft hin. Wichtig sind mir allerdings diese Teile, dass die die Hitze ableiten. Okay, im Großen und Ganzen wäre das auch schon die ganze Hitzegeschichte. Jetzt geht es darum, dass wir natürlich große Fallschirme brauchen, um das Ding sicher runterzubringen. Die sollten im Windschatten dieser Radiatoren sein und das passt auch soweit. 4 Stück müssen reichen für diese Masse. Wenn nicht, kriege ich, ja, ganz schlechte Laune. Da muss ich weinen, wenn das nicht reicht. Gut, ich glaube, das sollte passen als Rückkehrmodul für gerettete, gestrandete Zivilisten. Ja, wird schon schief gehen. Gut, das bedeutet, ab hier geht es jetzt darum, wie kriegen wir den ganzen Kram ins All und auch wieder zurück. Wir fangen mal mit ein bisschen Treibstoff an, das ist, denke ich, nicht verkehrt. Dafür nehmen wir mal diesen hier. Und eine sparsame Turbine hinten dran, ein sparsames Triebwerk. Der Pudel sieht dafür nicht schlecht aus. Damit können wir uns im Orbit relativ gut bewegen. Das Ding ist relativ effizient, wenn wir mal weg sind aus der Atmosphäre. Und dann funktioniert das Ganze hervorragend. Wir sehen hier auf der rechten Seite bei Engine Maximum Thrust, ASL ist quasi in der Atmosphäre, wenn ich da richtig informiert bin. Und Vac ist Vakuum, also im All. Und ihr seht schon den Unterschied. Das ist deutlich effizienter, wenn wir damit im Vakuum sind. Das Ding ist halt nicht dazu gedacht, uns von einer Oberfläche wegzubringen. Aber es hilft ja, wenn man im All auch noch ein bisschen manövrieren kann. Gut, jetzt müssen wir diesen ganzen Kram erstmal in den Orbit oder zumindest in die Nähe von einem Orbit bringen. Dazu brauchen wir mehr Treibstoff und mehr Feuerkraft. Da machen wir mal gleich richtig Overkill. Das ist natürlich auch eine ganze Menge Masse, die jetzt bewegt werden muss. Und hier haben wir die nächste Verbrennungseinheit, wie auch immer. Hier, Turbine. Das könnte sogar schon fast funktionieren. Fast. Bin aber noch nicht so ganz glücklich. Es gibt natürlich jede Menge Add-ons, da kann man dann genau anzeigen lassen, wie viel, ja, Delta V man hat, also Geschwindigkeitsdifferenz. Man braucht einfach eine gewisse Menge Energie, um den Orbit zu erreichen.
So, wir haben eine ganze Menge offene Punkte hier. Wir haben Probleme mit den Fallschirmen. Was haben wir denn da? Ach so. Wir sind da wahrscheinlich noch nicht richtig eingestellt. Aber ich bin im Großen und Ganzen ziemlich zuversichtlich, dass das alles funktionieren müsste. In der Theorie jedenfalls. Werden wir sehen. Der Decoupler ist angeblich falsch rum. Das Problem kennen wir, aber den wollen wir zurückbringen. Der ist also richtig. Wir haben eine leere Kabine, das ist klar. Wir vermissen Leitern. Aber die Leitern braucht man im Prinzip nur wieder, um reinzukommen. Da wir die Steuerkapsel nicht verlassen wollen, haben wir da auch kein Problem. So, wir produzieren Electrical Charge. Wir können es aber nicht lagern. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine Batterie. Und wir haben ungenutzte Monopropellant. Ja gut. Ungenutzte Monopropellant liegt unter Umständen daran, dass ich da noch keinen echten Antrieb für habe. Ich habe noch keine Booster, so gern ich die hätte. Moment, ich hatte doch hier Command-Control-Gedöns Inline-Reaction-Wheel. Das nehmen wir mal noch mit. Das hatten wir nämlich erforscht vor kurzem. Ach du Schande, ist das mickrig. Da dachte ich ernsthaft, ich kriege ein größeres. Ich glaube nicht, dass dieses kleine Rädchen das alles stabil halten kann, aber na, wir probieren es einfach mal. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt keine Mods, die mir sagen, wie viel Feuerkraft ich jetzt tatsächlich habe. Ich mache das aus dem Bauch raus. Ich habe die Rakete vorher auch noch nicht getestet oder so. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen mal auf Nummer sicher. Packen hier noch ein bisschen Feuerkraft hin. Sollte soweit mal funktionieren. Lenkbar wäre großartig. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir es nach oben hin aerodynamisch. Soweit, so gut. Dann möchte ich allerdings, dass diese Container relativ früh abgeworfen werden. Die sollen uns nur auf den ersten Metern wirklich Schub geben. Sollte doch funktionieren. Moment. Da humpeln wir auf nur einem Triebwerk. Das wäre ganz furchtbar schlecht. So haben wir da ein bisschen mehr von. Dann sollten wir es vielleicht insgesamt ein bisschen weiter runterbringen. Sonst macht die Abgashitze von dem vielleicht den Tank hier kaputt. Und ja, wenn der Tank zu viel Hitze abkriegt, dann zündet das vielleicht und dann explodiert alles. Das will ich auch vermeiden. So, das ist, glaube ich, reichlich Overkill. So viel werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. In der Atmosphäre stabil halten. Wie gesagt, dieses kleine Ringchen da oben wird das nicht alles schaffen. Und ich würde sagen, so können wir die Sache eigentlich mal ausprobieren. Was ich noch machen möchte, wir erleichtern uns den Start ein bisschen. Indem wir das daher packen. Aber so gefällt mir das nicht. Machen wir das mal so in der Hoffnung, dass das hinhaut. Sollte klappen. Gut. Wie nennen wir diese Sache? Das ist die Pandora Mark 1. Ich bleibe bei der griechischen Mythologie für Raketen. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt alles so tut, wie ich mir das vorstelle. Wir speichern das Schiff und machen wenigstens mal einen Probestart. Gut, da sind wir. Ich habe jetzt noch in der Schnelle die Zündreihenfolge richtig eingestellt und habe hier noch Treibstoffleitungen angebracht, die ich im Hangar vergessen hatte. Ich möchte, dass die Außenbehälter den Hauptbehälter füllen. Die sollen eigentlich nur für den Start da sein, um ein bisschen Hilfestellung zu leisten. Gut, getestet habe ich das Ding jetzt noch nicht. Wir probieren das jetzt mal aus. Dann seid ihr auch mal dabei, wenn ich Dinge teste. Und wir gucken einfach mal, wie sich das Teil schlägt. Jebediah freut sich. Er ist jetzt dabei. Er hat sich scheinbar in der Kapsel versteckt, um ein Nickerchen zu machen. Ich werde jetzt das Riesending nicht nochmal reinbringen
um ihn gegen Valentina auszutauschen. Dann fliegt halt er jetzt doch die Mission. So, SAS läuft, Schub ist auf Minimum. Ich würde sagen, Start freigegeben. So wie es aussieht, brauchen wir vollen Schub, um das Ding überhaupt zu bewegen. Wir haben wohl ein bisschen übertrieben, was die Masse angeht. Bin ja froh, dass es nicht umgefallen ist und alles zerstört wurde. Eieiei. Na, das kann ja lustig werden, sobald diese Hilfstriebwerke leer sind und das geht in den Haupttank. Naja. Ich habe das Gefühl, da werde ich noch ein bisschen Feintuning betreiben müssen. Immerhin werden wir vorerst mal keine Probleme mit Luftwiderstand haben. So langsam wie wir derzeit noch unterwegs sind, sollte es da keine Probleme geben. Allerdings möchte ich die Sache schon mal ein bisschen an den Rand hier bewegen. Nur für den Fall, dass alles abstürzt. Dann möchte ich, dass das im Ozean landet und nicht auf unseren teuren Einrichtungen hier unten. Gut, diese Trümmer sind schon so gut wie leer, wie man sieht. Die Geschwindigkeit ist noch harmlos, Höhe allerdings auch. Jebediah hat Spaß an der Sache. Irgendwie bezweifle ich, dass wir damit in den Orbit kommen. Naja, wir probieren es trotzdem mal weiterhin. Schlimmstenfalls wird es eine entspannte Landung, weil das Ding einfach nicht genug Schub hat, um uns weiter zu beschleunigen, aber hoffentlich dann genug Schub, uns langsam runterzubringen. Wichtig ist, wenn die jetzt gleich leer sind und abgesprengt werden, wie es dann weitergeht. Natürlich wird die Rakete mit der Zeit leichter. Die Frage ist, ob das ausreicht. Oh, da kämpft er sich aber ganz, ganz, ganz stark nach oben. Aber es sieht fast so aus, als könnten wir das doch noch schaffen. Nicht so weit abweichen. Jebediah. Nein, nicht drehen. Ziemlich kopflastig. Ich habe das Gefühl, diese Container da vorne sind ziemlich schwer. Wenn selbst diese Ruder das nicht mehr halten, dann werde ich da noch ein bisschen basteln müssen an der Rakete. Gut, ich bringe die ganze Geschichte zurück ins Versuchslabor. Teste da noch ein bisschen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann mit der Rettungsmission. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.